So, also dieser Satz ist sehr praktisch, weil er einfach die Möglichkeit, die wir betrachten müssen, einschränkt. Ja? Also dieser Satz erleichtert die Rechnung. Ganz erheblich. Ja, sowas kann man machen. Nehmen wir einen neuen Satz, 2.3 Satz. Alle Knotendiagramme. Mit zwei Überkreuzungen. Können entknotet werden. Ja, wie sieht man das? Beweis. Wir haben die folgenden. Möglichen. Notation. Also welche Möglichkeiten gibt es? Also ich muss hier, ich habe jetzt zwei Überkreuzungen, also 1 und 3 und hier auch 1 und 3. So, und was kann ich bei der 1? Die 1 kann ich, ja, ich habe 2 und 4. Ja? Also entweder tue ich die 1 auf die 2 und die 3 auf die 4 oder ich tue die 1 auf die 4 und die 3 auf die 2. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. So, jetzt ist aber bei beiden hier. Und da vorne auch, ja, hier und hier, sind zwei benachbarte Zahlen in einer Spalte. Ja, in beiden Fällen gibt es eine Spalte. Der benachbarte Zahlen. Also kann man die zugehörigen Diagramme ja, das könnten sogar für jede Notation mehrere Diagramme sein, mit einer Rademeisterbewegung. Typ 1b in Diagramme mit einer Überkreuzung überführen. Von diesen hatten wir aber schon. Schon in Beispielen 1.7 gesehen, dass sie entknotbar sind. Okay, fertig. Ja? Also einfach weil es bei beiden, man bei beiden eine so eine doppelte, so eine Zeile mit benachbarten Zahlen finden kann, kann ich immer vereinfachen. Und die einfachen hatte ich auch schon alle erkannt, also sind wir da auch fertig. Und so gehen wir jetzt immer weiter vor. Wir wissen jetzt mit 0, mit 1, mit 2 Sachen, was passiert. Ne? Mit 0 ist es ein Knoten, mit 1 und 2 kommt nichts Interessantes hinzu. Also wäre der nächste Schritt mit 3 Überkreuzungen. Ja? Und das mache ich im nächsten Mal.